Hallo, schön, dass du da bist. Heute bereite ich eine leckere und luftige Schokoladenmousse zu. Es ist ein sehr beliebtes bei uns, besonders bei den Kindern, Glasdessert, das am besten frisch verzehrt werden soll. Ich zeige dir ein paar Tricks, mit denen dir dein Mousse-Schokolade auf jeden Fall gelingt. Viel Spaß beim Schauen und Nachbereiten und denk dran, den roten Abo-Button zu tätigen. An den Zutaten benötige ich 200 Gramm Zartbitterschokolade mit 70% Kakaoanteil, 100 Gramm Milchschokolade, einen Teelöffel Kakaopulver, 200 Milliliter Schlagsahne, 2 Esslöffel Zucker, 100 Gramm Butter, Prise Salz und 4 frische Eier, im Idealfall Bio-Eier. Im ersten Schritt werden Schokolade, Butter und Kakaopulver über dem Wasserbad geschmolzen. Währenddessen trenne ich Eigelbe von den Eiweißen. Hier ist es wichtig, sauber zu arbeiten, das heißt, kein Eigelb soll im Eiweiß landen. Da hier im Prinzip rohe Eier verzehrt werden, ist es sehr empfehlenswert, frische Bio-Eier zu nehmen. Die Schüssel mit den Eigelben stelle ich zur Seite und die Eiweiße kommen in den Kühlschrank. Denn mit ihnen wird zum Schluss gearbeitet und dabei sollen sie schön kalt sein. Jetzt wird die Sahne steif geschlagen. Die aufgeschlagene Sahne kommt ebenfalls in den Kühlschrank. Die Schokomasse ist nun fertig, jetzt muss sie nur noch abkühlen. Für die weitere Verarbeitung sollte sie lauwarm sein. Zu den Eigelben füge ich einen Esslöffel Zucker hinzu und schlage das Ganze cremig auf, ungefähr 5 Minuten lang. Solche luftige, cremige Eigelbmasse habe ich jetzt. Jetzt wird schon etwas abgekühlte lauwarme Schokomasse untergehoben. Zum Unterheben eignet sich ein Teigschaber oder ein Schneebesen am besten. Als nächstes kommt gekühlte Schlagsahne hinein. Auch vorsichtig mit dem Teigschaber unterheben, damit die Luft nicht entweicht. Und nun zum Eiweiß. In die Schüssel zu den Eiweißen gebe ich eine Prise Salz und schlage zuerst die Mischung mit dem Mixer auf der niedrigsten Stufe leicht schäumig. Dann schalte ich den Mixer auf höchste Stufe und gebe nach und nach einen Esslöffel Zucker dazu. So gibt es später keine Flocken beim Unterheben. Ich schlage so lange weiter, bis ich einen festen, schön glänzenden Eisschnee habe. Zum Steifschlagen von Eiweiß darf keine Spur von Eigelb im Eiweiß sein und Schüsseln und Rührstäbe müssen absolut fettfrei sein, da ansonsten das Eiweiß nicht fest wird. Eiweiß immer erst kurz vor der Verwendung steif schlagen. Wenn das mit Zucker steif geschlagene Eiweiß steht, verliert es die Festigkeit und lässt sich auch nicht noch einmal aufschlagen. Nun wird Eiweiß der Schokomasse hinzugefügt und sehr vorsichtig untergehoben. Eine sehr luftige, lockere Masse sollte es werden. Jetzt wird die Schokoladenmousse in den Gläsern verteilt. Bei mir sind es 5 große Gläser, besser wäre es aber, etwas kleinere Gläser zu nehmen, da die Schokoladenmousse schon sehr sättigend ist. Die Gläser kommen für mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank zum Festwerden. Und denk daran, die Mousse innerhalb von einem oder 2 Tagen verzehren, wegen den rohen Eiern. Mit einem Küchentuch mache ich noch die Ränder sauber. Für Dekoration nehme ich heute klein gehackte Schokolade, Granatapfelkerne und Kakaopulver. Die nun fertige festgewordene Schokoladenmousse wird nun dekoriert mit Kakaopulver, Granatapfelkernen
und klein gehackten Schokolade. Meine leckere und luftige Mousse Schokolade ist nun fertig. Wenn du allen Zubereitungstipps im Video befolgst, bekommst du eine ideale luftige Mousse. Wenn dir mein Video gefallen hat, abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, um die neuen Videos nicht zu verpassen, mach den Daumen hoch und schreib dein Feedback in den Kommentaren. Bis zum nächsten Video!